Also was ich mir beim Design überlegt habe, ist relativ schlicht. Weil in erster Linie geht es um IB und wegen dem ist IB und das Logo sehr präsent. Und ich habe zuerst noch gedacht, ja, ich könnte vielleicht noch so ein Skyline von Bern und so irgendetwas rein tun, aber es war wie zu viel gewesen. Also ich denke, ich mache es lieber schlank und einfach und dafür sieht man gerade, um was es geht. Nach den Fans abgestimmt? Ja. Aber es ist cool. Sehr cool, schlicht, aber trotzdem. Ja, aber mir ist darum gegangen, es geht ja um die Liebe. Du hast jetzt gerade die neue Captain-Binde bekommen für die kommende Saison. Ja, wie findest du sie? Ja, sehr schön. Im Sinne von einfach schlicht und einfach gehalten, sagen wir mal, in den Farben gelb und schwarz. Und man sieht das IB-Logo gross und es ist nicht irgendwie, weiss ich, verschnörkelt und man erkennt, was drauf muss sein. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass das IB-Logo drauf ist, dass man die Farben sieht und dass man, ja, vielleicht bringt es ein bisschen mehr Glück als letztes Jahr. Darum bin ich sehr zufrieden. Phil, weißt du, wenn du es so anhast, weißt du nicht, was da hinten ist. Siehst du nichts. Aber und das ist auch so mit dem Spruch halt das Problem. Ja, hier höre ich, genau. Voilà. Das ist cool. Ja, definitiv. Ja, es ist extrem cool. Also ich hätte es nicht erwartet. Also ich war sehr überrascht, als ich Bescheid habe bekommen, dass es in der Auswahl ist. Also schon dort hat es mich gefreut, dass es um die Top 3 ist. Und jetzt schlussendlich, dass dafür gewotet worden ist, ist natürlich super cool. Ja.